Die Natur macht nichts Hässliches. Und es gibt auch in der Natur keine geraden Linien. Die Statik eines Baumes hat noch kein Statiker berechnen können, ist aber unheimlich elegant. Wir wollten zeigen, was Holzbau kann, welche Möglichkeiten eben auch in diesem Hightech-Baustoff stecken. Da muss man einfach bei der Purheit der Materialien bleiben. Und das war ja auch das Talent von Alfredo Häberli, einfach die Materialien so zu verstehen, wie sie einfach eingesetzt werden können. Ich schaue mir Techniken an, im gleichen Moment schiebe ich sie wieder komplett weg, damit ich keinen Ballast habe beim Entwerfen. Was mir schon enorm wichtig ist, ist, dass ich mich als Mensch wohlfühle. Das Haus wurde von innen nach außen entworfen. Also in was für Proportionen, mit was für Licht, was möchte ich für Gefühle in den verschiedenen Räumen haben. Und mit dem habe ich ganz stark gespielt. Mich hat das Wasser interessiert als Reflexion, das freie Formen in der Decke und in der Spiegelung kreiert. Ich wollte aber auch zeigen, wie groß das Dach ist, dass das Wasser, das ich sammeln kann von der Natur, auch irgendwo hingeht, dass ich es wie sehe. Ich bin fähig, in Systemen zu denken, aber jetzt möchte ich noch die Emotionen. Und die sind dann einfach eher chaotischer. Und diese Precision and Poetry, das interessiert mich. Ich suche die Ordnung im Chaos. Unregelmäßigkeit in der Regelmäßigkeit. Die Poesie ist für mich das Weiche. Präzision ist vielleicht das Orthogonale, das Nachgedachte. Und Poesie ist, man kann es wie nicht erklären, man kann es nur spüren. Mir gefällt auch, wenn man etwas erst beim zweiten, dritten Blick wie wirklich erkennt, diese unsichtbare Eleganz, die sich erst über die Zeit dann auszeichnet. Ich bin ganz davon überzeugt, dass die gebaute Umwelt auf jeden Fall Einfluss hat auf das, wie wir uns fühlen, wie wir uns bewegen. Natürlich braucht das Haus für Warmwasser, für Heizung und so weiter eine Energie, und die versuchen wir natürlich möglichst regenerativ zu besorgen. Das heißt, sie haben oben eine Solaranlage, eine Photovoltaikanlage, die sowohl Strom als auch Warmwasser aus der Sonne produziert. Wir haben hier Erdkörbe, die im Endeffekt aus der Erde, wie ein Baum auch, die Wärme zieht oder auch die Kühle. Ich bin sicher, es wird uns irgendwann gelingen, die Häuser autark dort zu versorgen, wo sie stehen, also mit Sonne und mit Erde. Wie ein Baum, der dort steht und sich dort versorgt, wo er einfach auch wächst.